Willkommen zu einer neuen Folge Prey. Tja, wir sind hier in diesem Männerklo eingesperrt und wollen jetzt gegen ein Phantom kämpfen. Naja gut, ob wir das wollen, ist so eine Ansichtssache, ne? Aber wir müssen. Und das verdrückt sich aufs Frauenklo. Das war wohl meine Frau früher. Okay, schönen guten Tag, wir verkaufen Schokolade. Ach, warum muss ich jetzt nachladen? Komm her. Hey, trau dich, du Schnarchtüte. Hä? Liegt der da jetzt rum oder was? Aua, aua, aua. Was? Gegner leiden immer Bonusschaden, wenn sie außer Gefecht gesetzt sind. Okay. Ich bin verwirrt. Erstmal, wie viel Leben hatten wir? Das war doch jetzt gar nicht mal so wenig, oder? Ah, doch 72. Dann tun wir da doch mal was gegen. Wir essen drei Sachen, weil dann regenerieren wir. King. Ich weiß. So. Wir haben übrigens noch Neuromods, das ist mir beim beim Zurückschauen aufgefallen. Warum kaufen wir eigentlich nicht direkt das? Wir hätten es zwar eben kaufen können, aber Wayne. Was ist das hier? Erhöhe bla bla bla. Achso, ja, jetzt haben wir auch noch neue Sachen hier. Okay, das können wir alles noch nicht, das können wir auch noch nicht. Das können wir auch noch nicht. Super Sache. Erhöhe deine Gesundheit auf 150. Oh, das können wir auch demnächst irgendwann mal gebrauchen. Gegner brauchen länger, um dich zu entdecken. Alles so verlockende Dinge hier, ne? Echt eine Sache, die man so mal gebrauchen könnte. Und vor allem Medipack sollen wir auch mal aufleveln. Ey, ich kann mich nicht entscheiden hier. Ich kann mich nicht entscheiden. Für den Anfang würde ich sagen, wir nehmen das, weil das ist billig. So, Dauer wird jetzt verdoppelt und außerdem bekommen wir doch jetzt 10 Gesundheit durch jedes Nahrungsmittel. Das ist doch wunderbar. So. Ich lade diesmal direkt zu Beginn nach. Oh. Das lief doch schon mal viel besser als eben. Aber ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Oh, ich weiß, deswegen habe ich auch eins dabei. Dekontaminationsvorgang wird gestartet. In Ordnung. Ich weiß nicht, warum ich schleiche. Hallo, Dr. Yun. Hallo? Ey, wo willst du hin? Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Können wir scannen? Forschung abgeschlossen. Perfekt. Drücken wir J und schauen uns einen Wissenschaftsoperator an. Fliegt in der Psychotronik herum, hilft aber das Psi-Potenzial wiederherzustellen. Sehr gut. Mit dem Psi, das muss ich auch nochmal wieder angucken, weil das habe ich so ein klein wenig vergessen, was das war. Dafür brauchen wir doch irgendwas Bestimmtes. Wir haben Waffen-Upgrades, aber wann das denn? Unfassbar. Tun wir das auf die Pistole, weil die brauchen wir schon, ne? Also ich meine, die ist schon ziemlich gut, ne? Irgendwie jetzt nichts besonders. Obwohl, warte, Feuerkraft heißt, der Schaden wird von 8 auf 9 erhöht. Ja, das wäre natürlich schon ganz schön nice. Machen wir das. Weil die Pistole ist im Moment echt unser Lebensretter. Ohne die wären wir wahrscheinlich immer noch in der Eingangshalle.
das ist alles nicht schön. So, wie war das jetzt mit dem C-Zeugs hier? Anzug-Reparatur-Kit? Ja, weiß ich eigentlich nicht davon, dass wir sowas haben. Wirklich unglaublich. 100 Psi haben wir. Nehmen wir nochmal einen Batterieverwerter, sehr gut. Och, diese Geräusche von den Teilen, ne? Die machen mich wahnsinnig. Okay, wir müssen jetzt mal echt aufpassen. So, das Ding bringt es irgendwie sehr weit hoch, oder nicht? Okay. Okay, Morgan. Ich kann dich nicht zwingen, mir zuzuhören. Aber du wirst da unten draufgehen, wenn du es nicht tust. Okay. Du musst dein Psychoskop kalibrieren. Versuche, die Typhon in deiner Nähe zu scannen. Okay. Sobald du genügend Scandaten hast, öffnen sich die Labore. Okay. Und wichtiger, du kannst dann Typhon-basierte Neuromods installieren. Dann kann dich nichts mehr aufhalten. Genau darum geht's bei dieser ganzen Sache, Morgan. Du hast 3 Jahre deines Lebens damit zugebracht, es möglich zu machen, ihre Fähigkeiten auf uns zu übertragen. Du hast es nur vergessen. Das war, denke ich mal, eine ganz unauffällige Andeutung, dass wir hier es mit Typhons gleich zu tun bekommen. Ich höre noch einen Operator. Die Frage ist, ob der hier ist oder da oben. Okay, den brauchen wir auch nur einmal zu scannen. Dann haben wir den schon. Sehr praktisch. Ersatzteile. Nehme ich gerne mit. Durchgebrannte Platine, immer gut. Die Teile machen Geräusche, ne? Wahnsinn. Das ist auch wieder nur Müll. Okay, du fliegst hier... Das wollte ich nicht. Hallo? Oder warte, kann ich damit irgendwie... gucken, ob sich irgendwo Mimics verstecken? Das ist nicht die Frage gerade, ob ich Mimics nur mit dem Psychoscope sehen kann. Also wenn sie sich irgendwo verstecken. Hallo. Was ist da? Scan abgeschlossen. Ein Phantom. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. What the hell? Achso, wir können das jetzt machen, wenn wir 3 Neuromods haben. Du erzeugst eine physikalische Explosion, die bis zu 50 Schaden verursacht und alles innerhalb von 5 Metern um das Zielgebiet herum wegstößt. What the hell? Ist das diese Fähigkeit, die die Dings haben? Das ist ja nice. Problem einer Sache ist, dass... Gut. Ich schicke dir den Code für einen Tresor in Direktor Kaltstrops Büro. Er hat dort sicher Neuromods versteckt. Nutze sie, um eine der Typhon-Fähigkeiten zu installieren. Mach ich mal, Boy. Du überlebst vielleicht lange genug, dass ich dich wiedersehe. Naja, das ist eben ein echter Bruder. Er hilft mir. Na, der Typ ist voll sozial, ich schwör. So, das sieht gar nicht gut aus da. Direkt mal scannen. Ja, sieht sicher aus. Ich will erstmal den ersten Raum sichern, bevor wir den nächsten betreten. Wieso kann ich ein Phantom durch die Wand scannen? Das verstehe ich nicht. Haben wir hier alles? Da steht noch ein leerer Becher rum. Ein defekter Lüfter. Jetzt weil da nichts ist. Aber ich denke, das war's. Du da oben. Bitte hör auf damit. Wahnsinn. Direktor Kelstrups Büro. Achso, er hat mir nur den Code für den Tresor geschickt, aber nicht die... Ich scanne so einen Raum lieber erstmal nur zur Sicherheit. Oh, weiß ja nicht. Ich sollte hier wahrscheinlich relativ schnell weg. Genau deswegen! Oh mein Gott. Geil, jetzt kann ich direkt wieder irgendwas reinfuttern, weil so... Na, oh. Mir geht das Essen aus. Verdammt. So, Oh fuck, kann mich das... Nein, eigentlich kann Strom nicht durch Glas. Möchte die Entwickler nur nochmal drauf aufmerksam machen. Mimik! Aha. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt.
Das wollte ich nicht. Boy, hallo? Boy! Okay. Ich drücke mal die falsche Taste, sorry. Fabrikator. Tja, yeah, hast du dir so gedacht? Aber so funktioniert das nicht. Denn hier bin ich der King. So. Denn hier bin ich der Star und nicht die Do. Okay, lassen wir das. So, wir sind noch hier in seinem Büro. Wo ist denn dieser Scheiß-Tresor? Der ist bestimmt... Oh nein, 100 Euro, dass er da ist. Ey, ich hasse es. Baseballhandschuh, yes, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Tür Nummer 2. Warum ist da so ein Scheißstromding? Danke, dass mir das Reparieren-Dings nicht mal angezeigt wird. Okay, was machen wir? Geht das nicht kaputt? Doch. Okay, wir haben nur begrenzt Zeit. Das wollte ich nicht. Zugriff erlauben, Archivaufnahmen. Hä? Ist das eine Archivaufnahme? Oh, was kommt denn da angekrochen? Das sieht nicht gesund aus. Ach, das sind die Weber oder was? Die greifen sich erstmal gegenseitig an, oder auch, doch, die greifen sich gegenseitig an. Und keine Ahnung, was sie da machen. Fusionieren zu irgendwas Größerem. Huh. Das sah nicht sehr geil aus. Das war's wohl. Okay. Oh oh, geht wieder kaputt. Erster Kontakt. Schauen wir uns hier das Video an. Oh nein, da entdecken sie jetzt wahrscheinlich die Aliens. Schön noch in Schwarz-Weiß. Super Sache. Hallöchen. Oh oh, der Entdecker, der war wohl nicht sehr lange stolz. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch nicht nach ihm benannt. Wir müssen reden, unsere hochgeschätzte Kollegin Dr. Galileo. Blablabla. Wir müssen sie zeitnah per Luke. Okay, ich glaube, wir müssen hier weg. So, wir haben uns doch für irgendeinen Raum hier Zugriff erlaubt, oder? Direktor, schon wieder dieser scheiß Direktor, ne? Ach ne, den bringe ich gleich mal um hier. Reicht langsam. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit die Tassen wechsle. Echt mal sorry, ne? So. Wir wollen übrigens nochmal ganz kurz, what the fuck, reingucken hier. Wir haben ja was über die Mimics erfahren, ne? Interessante Bilder auf jeden Fall. Erstmal, was haben wir bei den Phantomen noch erfahren? Scannbare Kräfte einfach nur. Nicht besonders viel Neues. Gebräuchliche Bezeichnung Mimik. Wissenschaftliche Bezeichnung so und so. Die Mimics sind eine der ersten Teilchen, die 1960 während des Vorfalls auf der Verona 1 entdeckt wurden. Sie sind in der Lage, die Form von Objekten in ihrer Nähe anzunehmen. Sag bloß. Bei der Untersuchung des Vorfalls Nummer so und so wurde festgestellt, dass die Mimics andere lebende Organismen als Reproduktionsmedium benutzen und ihre Beute während dieses Vorgangs töten. Oh, fuck, das klingt nicht gut. Das Pobeck-Protokoll untersagt ein Freisetzen von Mimic-Exemplaren in der Umgebung mit einer Eindämmungsstufe unterhalb von S4. Scannbare Kräfte Mimikry. Ich fürchte, da können wir uns ja wahrscheinlich irgendwie in irgendwas verwandeln. Ey, das wäre eigentlich voll geil. Wir könnten uns in so ein Phantom verwandeln und dann als einer von ihnen durch die Gegend laufen. Zentrale Energieversorgung. Ich bin dafür, wir schalten das ganz schnell wieder an.
gleich viel besser. Hä, Moment mal. Jetzt kommen wir hier nirgendwo raus, oder wie? Wir sind nur hier, um den Strom abzuschalten. Ich hab ein mieses Gefühl, sag bloß, wir können dann die Tür öffnen. Ich drück schon wieder, wenn ich das sehe. Ich raste gleich aus hier. Können wir dann hier rein? Nein. Aber zu irgendwas muss das ja gut sein. Zu irgendwas muss das gut sein. Wir werden es herausfinden. Wofür ist das gut? Ist das ein Recycler? Ja. Da kommt ein schön defekter Lüfter rein, da kommen Zitronenschalen rein, da kommt ein Mimiktumor. Ich glaube, das brauchen wir hoffentlich nicht. Ich habe keine Lust, einen Tumor mit mir rumzuschleppen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Komm schon, so. Was ist das hier? Auch ein abgelaufener Plasmabeutel, also auch nichts Besonderes. Recyceln und dann einmal her mit dem Scheiß. Perfekt. So, dann würde ich sagen... Alte F gedrückt und mehrere... Was ist das? Achso, nur Öl. Wir sind im Atrium. Da drüben steht eine Warnung. Warnung sollte man in der Regel nicht ignorieren. Eindämmungsschild. Eindämmungsschild öffnen. Das ist... Achso, die sind in den Kapseln drin. Weitere Proben benötigt. Boys, ich habe ein ganz mieses Gefühl, wenn wir die Dinger jetzt hier öffnen. Achso, es ist wieder down. Oh, super. Locker ist eins davon kaputt. Okay. Scan abgeschlossen. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Wunderbar. Was haben wir denn? Ach so, kinetische Explosion 2. Woo! Geht das auch wieder runter? Yes! Sehr schön. Phantom ist Forschung abgeschlossen, hm? Was haben wir hier? Ich nehme an, dass da nichts drin ist. Es ist eher ein schlechtes Zeichen. Oh oh. Gut, hier waren wir schon. Hier ist ja nichts. Dann geht es wohl ins Containment. Oh mein Gott. Das ist. Hallo, Dr. Yu. Hey! Schön, dich zu sehen, Freund. Labor A. Kelstrups Tresor. Ah, da wollten wir hin, ne? Ah, verdammt. Okay, hier ist sowieso nichts. Wir gehen einfach wieder. Ich sagte, wir gehen. Hallo. Wir wollen gehen. Typ. So. Scheiß Tür. Wo ist denn dieser scheiß Tresor? 17... Ach, da! Ich bin ein Honk, ey. Ich bin so ein scheiß Honk. Okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Sauber. Oh fuck, wir kriegen einen Anruf. Erstmal lesen. Morgen. Eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station Sie als Alien-Bedrohung ansehen. Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Oh oh. Ich möchte nicht, dass Sie sich verlieren. Aber eine harmlose Fähigkeit hier, das wird doch wohl noch erlaubt sein, oder? Okay, wir wollen diese Explosion mal ausprobieren, ne?
Ja, und wie mache ich das jetzt? Ich bin tot. Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Oder auch nicht. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Und ich glaube, du bist dezent größenwahnsinnig. So. Einige Kräfte werden sofort ausgelöst, wenn du Maustaste 2 drückst. Einige Kräfte sind zielbasiert. Hatte Maustaste 2 gedrückt, um die Zeit anzuhalten und den Zielauswahlmodus zu öffnen. Mit Maus kannst du zielen. Sobald du Maustaste 2 loslässt, wird deine Psi-Kraft auf die Zielposition ausgeführt. Mit F brichst du sie ab. Kräfte können über das Favoritenrad ausgerüstet werden. Und wie genau? Ach, da oben. Haben wir doch eine, ne? 9. Okay. Soll das eigentlich heißen, es verbraucht 40 Psi? Oder was heißt die 9 da? Ich weiß es nicht. Wir können ja hier mal reingehen und aus Spaß das Ding feuern. Also ich verbrauche 40 Psi. Du füllst mich mal auf hier bitte. Hallo. Ich rede mit dir. Mentale Fähigkeiten laut Moralmeister unterrichtet wird. Das sollte vielen Dank. Helfen. Das stärkt ihre Konzentration. Dankeschön. Und das war's von dem Part, Leute. Bis zum nächsten, wo es hier in diesem sehr episch aussehenden Ding weitergeht. Bis dahin, Leute. Ciao.